Hier oben ist ein verkrüppeltes Wesen, ein Kind mit dem Kopf eines Mannes. Soll ich zu Ihnen raufkommen? Ich komme lieber wieder zu Ihnen runter. Was haben Sie denn da? Eine Schachtel, die das unglückliche Geschöpf fest umklammert hielt. Hier. Unter Glassteine. Können Sie verstehen, was der Junge da immer ruft? Es klingt wie Ratnapura. Ratnapura. Ja, ist das nicht eine Stadt in Indien? Ja, genauer auf Ceylon, wo die kostbarsten Edelsteine der Welt gefunden werden. Ratnapura-Edelsteine sind in der Fachwelt ein Begriff, Osborn. Ja, schön und gut, aber glauben Sie, dass das mit unserem Fall ja irgendwie in Zusammenhang zu bringen ist? Man könnte sich da einiges zusammenreimen. Vor allem, wenn man so viel Fantasie hat wie Sie, Osborn. Man könnte zum Beispiel annehmen, dass dieses bedauernswerte Wesen dort oben durch irgendein furchtbares Erlebnis, bei dem Ratnapura-Edelsteine eine Rolle spielten, einen schweren Nervenschock erlitten hat und seitdem nur noch diesen Namen stammeln kann. Inspektor! Sergeant! Das hier habe ich gerade in diesem verrotteten Kinderbett entdeckt. Eine alte Zeitung? Ja, mit der war die verrostete Drahtfederung unter der Matratze ausgelegt. Na und? Ein 3 Jahre altes Exemplar von Daily Mirror. Wenn Sie einmal einen Blick auf diese Schlagzeile werfen wollten, Sir. Ja, geben Sie her. Und kümmern Sie sich inzwischen um den Kleinen dort oben. Jawohl, Sir.